Gut, also herzlich willkommen zu dem Gespräch über Multiple Sklerose, also MS. Würdet ihr zwei euch kurz vorstellen, wer ihr seid? Simon, würdest du gerade anfangen? Also, mein Name ist Simon Lüthi. Seit 2006 bin ich unterwegs, zusammen mit der Krankheit MS. Claudia, würdest du dich auch kurz vorstellen? Ja, so, mein Name ist Claudio Gobbi, ich bin Neurologe, ich bin Chefarzt in Lugano und beschäftige mich mit Neurologie und MS seit mehreren Jahren, mit Patienten und auch mit Forschung mit MS. Mhm. Gut, Simon, kannst du uns erklären, was die Krankheit MS für dich bedeutet und was das so im Alltag von dir alles für Konsequenzen hat? Das mache ich doch sehr gerne. Für das habe ich die Krawatte mitgenommen, da mit Müsli drauf. Und als Vergleich, wenn die Mäuse Käse essen, wie wir es hier sehen, dann ist ja das völlig normal, sagt man. Aber wenn die Mäuse da an diesen Kabel irgendetwas dran rumknabbern und die wollen kaputt machen, ist das nicht normal. Genau gleich ist es mit dem Immunsystem, es ist eine Immunerkrankung. Das Immunsystem, wenn das dafür sorgt, dass es mir gut geht, dann ist alles, dann ist die Welt in Ordnung. Aber leider tut das eigene Immunsystem nicht an den Kabel, aber an den Nerven, die wir überall haben, dran rumknabbern, dran rumziehen. Und dementsprechend dem sagt man Schub, was auslöst. Und je nachdem kann ich die Hände nicht mehr richtig bewegen. Das Gedächtnis, das ein Problem hat, bei, je nachdem, welches Kabel das es verwünscht. Im Alltag bedeutet das für mich, es ist nicht sichtbar für viele Leute von außen, weil meine Hirnleistung hat abgenommen. Ich bin langsamer geworden. Computer werden gerne schneller und können mehr speichern. Bei mir geht das Gegenteil. Bedeutet auch, dass ich mit Stöcken unterwegs bin im Alltag, dass ich nicht rumgewackele und viel schlafe. Das ist so ein Hauptmerkmal bei mir. Gut. Claudia, was bedeutet es aus medizinischer Sicht die Diagnose für Patientinnen und Patienten? Ja, das ist, wie Simon das gut erklärt hat, ist das eine Erkrankung vom Immunsystem. Das Immunsystem brauchen wir, um uns zu schützen gegenüber fremden Keime, das heißt Viren, Bakterien. Aber auf der anderen Seite hat es auch die Aufgabe, das eigene zu erkennen und zu tolerieren. Und wenn das nicht funktioniert, heißt das, dass das Immunsystem gegen uns selber gerichtet ist und dann kommt die Erkrankung, indem das Immunsystem denkt, es muss gegen etwas Fremdes kämpfen, aber erkennt das eigene nicht. Für den Patient heißt das, er unterschiedliche Beschwerden haben kann. Das heißt, wenn einfach die motorische Bahnen betroffen sind, dann kann er vielleicht sich nicht mehr gut bewegen. Wenn die sensible Bahnen betroffen sind, hat er Gefühlsstörungen. Wenn es die Augensystem betroffen ist, haben wir Störungen beim Sehen. Und wenn einfach im Hirn, in der tiefen Strukturen, dann können wir auch Probleme haben mit dem Gedächtnis, mit der Aufmerksamkeit oder mit der Müdigkeit. Die Zeit von der Diagnose ist bei dir ja schon ein bisschen länger zurück, wo du die Diagnose bekommen hast. Kannst du dich noch erinnern, was das damals für dich für einen Moment war und was du da gefühlt hast, wie du mit dem umgegangen bist? Jawohl, da kann ich mich sehr gut erinnern, wenn ich bewusst gefragt werde. Das war, wie es gestern war, ist ein tiefer Einschnitt. Es mag komisch tönen, am Anfang war es erleichtert, weil das Ganze einen Namen hat bekommen. Und ich gewusst habe, wir können jetzt dort ansetzen, wir können etwas machen dagegen. Es ist nach wie vor unheilbar, aber meine Lebensqualität kann man verbessern mit den entsprechenden Medikamenten. Und irgendwann ist der Prozess gekommen. Es ist alles so in Abschnitten gelaufen, wo ich ganz fest traurig war, viel gerannt habe, fast machtlos mich gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, nein, Simon, es wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Aber ganz wichtig, mein Leben hat sich zwar verändert, aber nicht verschlechtert. Du hast, Claudia, sicher ganz vielen Patienten die Diagnose schon mitteilen müssen. Was ist in dieser Zeit aus deiner Erfahrung wichtig für die Betroffenen und wie kann man die Zeit als Fachperson, als Neurolog gut begleiten? Für den Patienten ist der erste Moment, wo man die Diagnose eröffnet, einfach eine Schockphase. Das heißt, es kommt wirklich
eine Angst, eine Unklarheit, was die Zukunft anbelangt. Und wir wissen ja, dass häufig wird die MS leider immer noch heute mit einem Rollstuhl assoziiert, das heißt einfach mit schwerer Behinderung, obwohl das nicht wirklich der Fall mehr ist. Das heißt, heute haben wir wichtige Therapien, die den Verlauf sozusagen einfach ändern können und positiv beeinflussen können. Das heißt, für den Patient ist wichtig, dass er die richtige Information liest. Das heißt, er muss nicht einfach alles im Internet grob lesen, was vielleicht einmal auf 100.000 Mal passiert oder eins auf 1 Million und einfach plötzliche Ängste haben. Er muss sich mit kompetenten Leuten konfrontieren und muss einfach eine offene, transparente Beziehung mit dem Arzt oder mit Leuten, die einfach sich mit diesem Thema beschaffen, einfach, ja, einfach aufbauen, damit er wirklich gut betreut sein kann in Zukunft. Mhm. Wie hast du dich neben den Informationen, die du von der Ärztin oder vom Arzt bekommen hast, sonst noch informiert? Oder hast du das überhaupt gemacht? In der ersten Phase habe ich mich gar nicht informiert, weil ich gesagt habe, ich wollte einfach spüren, erleben, was jetzt da passiert. Und wenn etwas passiert, kann ich dann immer wieder zum Arzt gehen. Also habe Angst gehabt, irgendeinen Vortrag zu gehen, etc. Jetzt sind vielleicht Leute im Rollstuhl etc., eben das, was wir vorher gehört haben. Es hat recht lange gebraucht, bis ich dann auch Vorträge begann und gemerkt habe, das ist ja eine super Sache. Und mittlerweile informiere ich mich bei sicheren Quellen gut. Ich finde das sehr einen guten Input vom Internet. Oder? Da wird manchmal eben ein Fall auf 1 Million, wo alle denken, Jesus Gott, das hätte sie mal als nächstes. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man MS heute ja auch behandeln kann. Mhm. Wann ist denn ein guter Start oder wann redet man mit dem Patienten über die Behandlung? Und ja, man redet relativ früh schon über eine Behandlung, weil was wir gelernt haben in den letzten 20, 30 Jahren, ist, dass die Frühbehandlung ein entscheidender Moment ist. Das heißt, wir müssen so früh wie möglich behandeln. Von dem her muss diese Diskussion früh stattfinden. Aber der Patient muss vorbereitet sein. Das heißt, er muss mitmachen, er muss überzeugt sein, dass das der richtige Weg ist, muss auch daran glauben, dass diese Medikamente tatsächlich einen positiven Einfluss haben werden. Und man muss ein gegenseitiges Vertrauen aufbauen zwischen dem Patient und dem Arzt oder in unterschiedlichen Beziehungen. Mhm. Was hat dir damals geholfen, dass du mit dieser Therapie hast können starten? Genau, wir haben es vorher gehört, sehr gut beschrieben, das 100%ige Vertrauen zur Neurologin. Und ich habe mittlerweile das dritte Medikament. Aus verschiedenen Gründen musste ich wechseln. Das erste Medikament, das ich hatte, hatte starke Nebenwirkungen, bin aber nicht zum Arzt. Ich habe mir gesagt, das gehört einfach jetzt dazu. Glücklicherweise hatte ich einen Schub, was dazu geführt hat, dass wir ein anderes Medikament genommen haben, das sehr gut funktioniert. Und aber nachher wegen den Blutwerten nicht mehr gegangen. Und in der Corona-Zeit, und da braucht man mehr als 100%iges Vertrauen, dann ein Medikament zu wechseln, habe ich auf ein drittes gewechselt. Und das ist genial. Und ich lebe ein tolles Leben mit diesem Medikament. Gut, jetzt haben wir ja gehört, dass es da offenbar vorkommt, dass plötzlich Therapiewechsel ansteht. Wann sind denn normalerweise die Momente, wo man eine Therapie wechselt? Ja, grundsätzlich es sind da unterschiedliche Momente. Das heißt, auf der einen Seite kann ein Moment sein, einfach die Erkrankung selber. Die kann sich ändern, die kann aktiver werden, die kann irgendwie mehr Aktivität im Emery aufweisen, und das heißt, wir brauchen ein stärkeres Medikament und dann muss man einfach wechseln. Das ist, oder es gibt einfach Gründe, das heißt, der Patient toleriert das Medikament nicht mehr, hat Nebenwirkungen und dann müssen wir wechseln, oder der Patient hat das Gefühl, er will mit dem Medikament nicht mehr weitermachen, weil er hat das Gefühl, es funktioniert nicht und er ist nicht zufrieden, und dann muss man das auch ändern. Oder es kommen andere Situationen, eine Schwangerschaft,
eine Pandemie, eine andere Erkrankung. Und dann sind es Situationen, wo man ändern muss oder kann, je nachdem. Und das ist sehr wichtig, dass man eine gewisse Elastizität mit sich weiterbringt. Das heißt, von Seite vom Arzt und von Seite dem Patienten, aber immer im gegenseitigen Vertrauen und Transparenz. Das denke ich, das ist wichtig für den Patienten und auch für den Arzt, dass man sich wirklich offen redet und auch die Erwartungen, dass man nicht Angst hat, auch zu sagen, was man möchte, welche die Erwartungen sind und wo man hinkommen kann. Mhm. Gibt es denn jetzt so im interprofessionellen Team auch noch weitere Leute, die Patienten können unterstützen können, sei jetzt was mit Therapien oder auch mit der Diagnose, im Umgang absolut, mit der Krankheit? Das ist entscheidend. Ne? Eine interdisziplinäre sagen wir mal, Aufnahme vom Fall ist entscheidend. Das heißt, es kommt am Anfang, kann es zum Beispiel auch die unterschiedlichen Nurses sein, die einfach begleiten können mit den Medikamenten, weil wir als Arzt, wir diskutieren häufiger, man hat einfach wenig Zeit, dann geht man nicht in Details. Und da haben wir Nurses, die wirklich ausgebildet sind dafür und die können einfach ganz ein wichtiges Support geben für wirklich die sogenannte Patiententreue in der Medikamenteinnahme und verstehen, das ist entscheidend. Dann gibt es Psychologen, die begleiten können bei der Diagnose, die können auch sagen, welche die Ängste sind, welche nicht, was man aufpassen muss und alles. Und dann gibt es Physiotherapeuten, die einfach zum Beispiel, wenn jemand, eben wir gehört haben, Gleichgewichtsstörungen hat oder motorische Störungen oder Sensibilität, die können helfen, wie man sich richtig bewegt, welche sind die zugelassenen Bewegungen, welche nicht, das ist wichtig. Und dann gibt es jetzt ganz eine Serie von anderen, denke ich, Schauspieler in diesem Modell, wo mitmachen. Ne? Es gibt dann einfach, ich weiß nicht, wenn jemand Probleme hat, eine Diätologe einfach für richtig Essen, dann gibt es den Neuropsychologe oder auch neben dem Psychologe, wo einfach detailliert über Gedächtnis einfach Probleme eingeht, dann gibt es den Neuroradiologe, wo einfach die ganze MRI auflesen muss und die Prognose sagen muss. Dann gibt es, ich weiß nicht, häufig sind zum Beispiel urologische Probleme, dann gibt es den Urologe, wo das anschauen muss. Und den Gastroenterologe, habe ich ja gesagt, wenn zum Beispiel auch Probleme gibt mit dem Darm. Ich meine, die MS ist eine diffuse und systemische Erkrankung und von dem her, je nachdem, wir haben das am Anfang gesagt, es hat mehrere Aussichten. Ne? Es kann mehr als tausende Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Und je nachdem muss man oder kann man denn einen Spezialist einfach aufdrehen und aufsuchen. Ja. Mhm. Gibt es dann neben der Therapie sonst noch Unterstützungsmöglichkeiten, also wo man einem Patienten anbieten kann? Die sind entscheidend, das heißt, das Medikament ist nur ein Stück vom ganzen Puzzle. Das heißt, es gibt eine ganze Serie von Betreuung, das heißt, es gibt psychologische Betreuung, es gibt dann auf medizinische Art Paramedizin, das heißt Physiotherapien. Es gibt dann auch Betreuung, ich weiß nicht, durch eine Diät kann auch helfen. Es gibt Therapien durch Yoga, durch Akupunktur. Ich denke, da muss man wirklich eingehen. Alles, was einen Vorteil bringt, muss in diesem Modell berücksichtigt werden und integriert werden. Ja. Mhm. Simon, willst du uns noch schildern, was jetzt die MS-Krankheit für dich und deine Hobbys für einen Einfluss gehabt hat? Jawohl, ich bin leidenschaftlicher Sportler, nicht Spitzensportler, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. So also viele Strassenläufe, viel Velo gefahren und irgendwann ist das Laufen nicht mehr gegangen. Jedoch wollte ich das Feeling erleben, nochmal hinter der Startlinie zu stehen. Zum vierten Hoch sind wir mit diesem tollen Jäckli hier gestartet, wo nämlich noch eine Aufschrift drauf hat. Wir laufen für mehr Arbeitsplätze für MS-Betroffene. Das ist ein anderes Thema. Habe ich bei beruflicher Neuorientierung gemerkt, dass das zwingend braucht. Also habe ich zwei Flüge auf eine gestatscht. Bin dort am Start gestanden und notabene beim Startschuss bin ich noch am Umschnurren am Strassenrand mit all den Leuten, die ich zuschauen konnte, die mich kennt haben. Dass ich das letzte Mal wieder am Start stehe.
Wir sind bei den Wolken gestartet und ich bin schön gemütlich in meinem Tempo spaziert. Das war mir gleich, ich bin also einen Wagen hinten dran. Ich bin auf einem Bänkchen sogar abgehöckelt, bis irgendwann der Kollege hat gesagt, dass ich meine, aber jetzt sollten wir doch weitergehen. Und der Moment, als ich dort im Ziel bin, eingelaufen, das kann ich nicht beschreiben. Das war einfach ein Hühnerhaut-Moment, noch einmal über die Ziellinie, die Leute zu sehen, die Freude und das zu merken. Und so habe ich den Laufsporter aktiv abgeschlossen. Dann ist die nächste Phase gekommen. Dass ich jetzt mittlerweile am Strassenrand stehe, applaudiere, klatschen, mögen, Jäckli aufbewahren von Läuferkollegen vor dem Start etc. etc. Und das hat aber einen Moment gebraucht, bis ich das konnte. Wie sieht denn für dich die Arbeitssituation momentan aus? Ja, mittlerweile sieht meine Arbeitssituation sehr gefreut und gut aus. Dann zumal habe ich gedacht, nach 23 Jahren tätig war, Spielwarenbranche, Lehrlinge ausbilden und hier noch Leitungsfunktion übernehmen und da auch alles für die Spielwarenbranche machen, für ein Simi. Da gibt es nichts anderes als Spielwaren. Was mache ich jetzt? Ich habe sehr gute Betreuung bekommen bei beruflicher Neuorientierung. Und das ist ganz wichtig, es hat von meiner Seite her gebraucht, dass ich mich darauf einlasse, Neues auszuprobieren. Und heute arbeite ich in einem geschützten Arbeitsplatz, völlig in einem anderen Gebiet, wo top ist für mich, ideal ist für mich. Ich kann Pausen machen, wenn ich es brauche, kann in meinem Tempo arbeiten. Und mittlerweile schaue ich nicht mehr Spielsachen an, aber etwa mal so ein Schildchen, wenn es um alte Sachen geht etc., schaue ich heute an. Es hat sich verändert, aber nicht verschlechtert. Im Gegenteil, es ist mega spannend. Gut. Dann kommen wir sonst noch zum Arztgespräch. Jetzt, wenn Patienten zu dir in die Sprechstunde kommen, was stellst du für Fragen und was hättest du gerne, wie sie sich würden vielleicht vorbereiten auch auf das Arztgespräch, dass sie ja, entsprechend auch wissen, was antworten? Normalerweise ist das relativ spontan. Das heißt, es gibt Patienten einfach, die kommen, die haben sich vorbereitet und die kommen wirklich mit einem Zettel voll Fragen, 50 okay. Fragen. Ne? Und dann muss man die Antworten, Punkt. Dann geht man durch, ein nach dem anderen. Und dann manchmal sind es einfach einfache Fragen. Manchmal sind die wichtigste Frage sind über die Zukunft. Das ist klar. Es ist einfach die Angst, was könnte passieren, wie sieht das aus. Und manchmal können wir auch als Ärzte nicht 100% sagen, was passieren wird. Und das ist manchmal etwas offen und das versteht der Patient und hat das Gefühl, wenn nicht wirklich denn ein gegenseitiges Vertrauen da ist, dass man etwas verstecken will oder dass man etwas nicht sagen will. Aber das ist nicht so. Das heißt, häufig kann man einfach wirklich die Zukunft nicht eins zu eins einfach im Voraus durchlesen. Und dann denke ich, Patient muss einfach fragen, was er das Gefühl hat, dass er braucht zu wissen, ohne irgendwie Hindernissen und muss einfach und der Arzt muss transparent und ehrlich sein, denke ich. Das ist das Wichtigste. Und gibt es Veränderungen, wo der Patient an sich, also im Körper merkt, wo er akut sollte, immer einen Arzt konsultieren, einen Arzt mitteilen, sich beim Arzt melden? Oder? Ja, ich denke, am Ende, nach einem Monat, nach einem Jahr, kennt sich der Patient besser als der Arzt. Das heißt, der Patient nach einem Jahr weiß er genau, das ist ein Schub oder das ist kein Schub. Mhm. Er kommt und sagt, ich habe jetzt einen Schub oder es geht mir schlechter, weil wir wissen, in der Erkrankung gibt es auch sozusagen Fluktuationen. Das heißt, einfach so leichte Verschlechterung, dann Besserung, die einfach tagsabhängig sein können. Und das haben wir wahrscheinlich alle, aber die eine Erkrankung haben, fühlen das einfach schlimmer. Und dann macht das am Anfang Angst, weil jemand hat das Gefühl, jetzt könnte die Entzündung, die Erkrankung schlimmer werden. Und dann, jeder Patient hat dann die eigene Schwelle, er kennt sich und ich denke, da muss einfach denn der Arzt einfach verstehen, dass der Patient häufig das besser kennt als der Arzt selber und muss einfach im Patient glauben, wenn der Patient einfach sagt, heute jetzt ist schlimmer, jetzt ist etwas passiert. Und auch wenn man objektiv dann einfach nicht viel fasst,
muss man dem nachgehen. Ja. Gibt es aus deiner Sicht einen Tipp oder eine Erfahrung, wo du jetzt Menschen, die selber neue Diagnose MS bekommen, noch gerne mitgeben willst? Jawohl, das geht sehr wohl. Und zwar klopft nicht am Anfang die 1000 Fragen, die er hat. Das ist völlig normal, kann ich glaube sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Die Ängste, Zukunftsängste, das ist auch normal, habe ich das Gefühl. Aber ich kann auch ermutigen, ich habe hier ein banales Kartonchen mitgenommen. Da steht einfach Ziel drauf. Und das Kartonchen hat für mich eine riesige Bedeutung. Das war dann, als ich noch gesund war, 1999, der 100-Kilometer-Lauf von Biel gemacht habe. Und während diesen 100 Kilometer habe ich absolute Höchst, absolute Tiefs erlebt. Alles, das volle Programm. Als ich in einem Tief war, habe ich gesagt, liebes Betreuerteam, ich schaffe es nicht ins Ziel. Die Gegenfrage war, was brauchst du, Simon? Ich habe gesagt, ich wollte jetzt einfach das Ziel sehen. Jemand ist aufgestanden, hat Ziel draufgeschrieben, man kann es nicht mehr so gut lesen, hat das hinterher das Velo da und gesagt, jetzt musst du nur noch mehr hinten nachher springen. Und das hat so etwas ausgelöst in mir. Und ich habe es geschafft, ich bin im Ziel angekommen. Und immer, wenn ich eine MS-Krise habe, gehe ich her, schaue meine Fotos an vom 100er und sage mir, das ist völlig normal, hoch und tief gehören dazu, aber du bist ins Ziel gekommen. Und euch allen zusammen wünsche ich, dass ihr euer Ziel immer erreicht. Gut, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch und für eure angeregten Inhalte, die wir hier zusammen besprechen durften. Okay. Danke vielmals. Danke.